Hallo, mein Name ist Sandy Sum. Ich bin Geschäftsführerin hier bei der Firma Fleig Versorgungstechnik in Hausach und ebenso bei der Blechnerei Schmidt, die in Wolfach ihren Sitz hat. Wir haben hier 40 Mitarbeiter. Die Firma gibt es jetzt seit ein bisschen mehr wie 40 Jahren, damals gegründet von meinem Vater. Ich bin 2005 hier in die Firma mit eingestiegen, seit 2009 in der Geschäftsleitung. Mein Vater hat sich inzwischen rausgezogen, ist als Rentner noch so ein bisschen stundenweise hier tätig und ich darf die Geschäfte von hier an meinem schönen Arbeitsplatz im Schwarzwald aus tätigen. Als mittelständischer Handwerksbetrieb sind wir fest hier in unserer Region verwurzelt. Hier lebe und arbeite unsere Kunde, unsere Mitarbeiter von heute und morgen und wir tun unseren Teil dazu, dass das auch für die Zukunft hier im Schwarzwald so bleibt. Meine Freizeit hat ganz oft was mit Kopfbedeckung zu tun. Hört sich jetzt erstmal ein bisschen komisch an. Im Winter gehe ich gerne Skifahren, natürlich aus Sicherheitsgründen immer nur mit Helm. Dann an der Fasnacht bin ich gerne in Wolfach unterwegs. Ich habe extra meinen Kaffeetantehut mal mitgebracht. Da steigt am Schmutzige in der Werkstatt von der Blechnerei Schmidt auch immer eine schöne, tolle Kaffeetante-Party, ist natürlich jeder herzlich eingeladen, alle Gäste willkommen. Und da ich aus Kernbach komme, bin ich natürlich auch stolz, eine Besitzerin vom Bollehut zu sein. Den trage ich leider nimmer so oft. Immer mal wieder gibt es besondere Anlässe. Das letzte Mal bei der Konfirmation von meinem Sohn. Die Konfirmation meiner Tochter steht auch bald an. Da werde ich natürlich nach alter Kernbacher Tradition auch wieder in Tracht gehen und ich bin stolz drauf, einen zu haben, in der wunderbaren Region hier zu wohnen, einen Teil Schwarzwaldstolz auch mit dem Bollehut von meiner Seite aus beitragen zu können. In meiner Freizeit bin ich in Kernbach mit einer engagierten Gruppe auch noch dran, uns für das alte Rathaus einzusetzen. Wir haben jetzt im Sommer eine tolle Aktion gestartet und haben die Fassade neu gestrichen mit Unterstützung von der Stadt Wolfach. Und plane hier weitere Aktionen. Im Dezember wird es ein Adventsfenster geben. Wir hatten im Herbst auch eine tolle Vernissage und haben hier weitere Veranstaltungen geplant und wolle hier schauen, dass wir vielleicht für die Zukunft auch mal noch ein offenes Café, ein Ehrenamtscafé oder ähnliches einrichten können, da uns das Haus am Herzen liegt und am Ende vom Bollehut-Talwegle in Kernbach gelegen ist und da eine tolle Einkehrmöglichkeit für alle Gäste sehr willkommen wäre. Ich wünsche dem Schwarzwald, dass wir, die Menschen, die hier leben und arbeiten, uns weiterhin so liebevoll um den Erhalt dieser wunderbaren Landschaft kümmern und unser Brauchtum und unsere Traditionen pflegen. Ich bin Schwarzwald stolz.